Denn jede Einheit, die jetzt hier auf dem Schlachtfeld liegt, ist wichtig für die nächste Schlacht. Nochmal die Kavallerie angerannt. Sie wird immerhin umgeschmissen. Na gut, ja, Lariel hat ja keinen Ansturmabwehr. Stolpert da ein bisschen rum. Da ist ja keine große Gefahr. Aber schön, immerhin. Ist halt noch eine starke Frontline, ne? Darf man nicht unterschätzen. Das Schöne ist ja auch anhand der Werte, wenn man sich mal anguckt. Ich meine, die Speerträger sind eine ganz normale, solide Standard-Infanterieeinheit. Ich meine, der Nahkampfangriff, die Chance, jemanden zu treffen, haben eine hohe Nahkampfabwehr, den Schaden zu negieren, auf 61. Und selbst wenn die Schwestern jetzt im Nahkampf gehen, na, da seht ihr es ja, Nahkampfangriff ist ja mit den Schwestern mit magischen Schaden verbunden. Das heißt, die hauen da schon wie Butter durch. Mit 48 und selbst mit ja gut, die Werte ändern sich jetzt gerade. Kommt die je nach Rang drauf an, haben aber auch eine ordentliche Nahkampfabwehr. Das heißt, die Schwestern sind auch super Nahkämpfer. Wenn man Not am Mann ist, wie zum Beispiel hier. Es ist halt, wenn sie dann mal rangehen, die Schwestern können sie aber auch durchhauen. Eine tolle Unterstützung für mich als Speerträger. Dann wird er deutlich mehr Verluste erleiden als Micha selbst. Ja, jetzt schickt Micha auch mal seine Kommandanten dran, was auch wichtig ist. Man darf hier nicht vergessen, der besondere Kommandanten-Perk oder in der Hinsicht der Effekt ist ja, dass man 12% physische Resistenz kriegt. Überall, wo sie mit direkt dabei steht. Und sie selbst kann ja auch relativ gut zuhauen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, Kommandant, auch Magier im Nahkampf. Hält vielleicht nicht so viel aus, aber offensiv kann er doch relativ gut zurückhauen. Gerade was Standardtruppen das nochmal angeht. Zauber nach dem anderen rausgefeuert. Das ist es halt. Physische, ich glaube, Nahkampfabwehr. Nahkampfangriff. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was du da zaubern kannst, Micha. Auf jeden Fall einmal die Heilung, Erdenblut. Aber schön. Ja, schön. Und schaut mal, was sie weggeholt haben. Das ist ja. Das ist mächtig. Das ist mächtig. Das ist halt die große neue Stärke. Ja, und wie ihr seht, hat er jetzt so viel verloren, dass der Micha jetzt gleich ohne Probleme, auch wenn er selbst wahrscheinlich kämpfen muss, natürlich die große, große, wunderschöne Stadt Lothern wieder zurückkaufen kann. Aber so soll es ja auch sein. So, wir haben neue Ziele bekommen, auserkorene Beute, wir haben negatives Wachstum, wir haben die Fraktion vernichtet, soweit so gut. Und wir haben wieder Malekith mit dabei und zweimal, ja, die Bretonia, die ihren Kreuzzug hier unten im Süden durchführen. Da müssen wir mal gucken. So, ich denke mal, wir schlagen jetzt auch unsere Schlacht hier. Ist natürlich halb so wild, da müssen wir uns gar nicht für anstrengen. Ah, da hat der Adler dennoch gut gelitten, komischerweise.
Ja, 4000er Raubwert ist natürlich nicht schlecht, aber uns ist viel wichtiger. Das ist nicht schlecht. Helm der Zwietracht, das war die Provinz bekommen. Denn wir haben hier wundervolle Gebäude. Jetzt muss ich mal gucken. Rang des Kommandanten bei Rekrutierung, Fraktion 2. Rang des Helden bei Rekrutierung, Fraktion 2. Und exotische Tiere, 100 Käfige, nicht schlecht. Bogenschützen, Speerträger, Seegarde von Lothan, Speerschleudern. Das ist eine wahnsinnig coole Provinz, nämlich. Gut, aber erstmal öffentliche Ordnung. Das Einkommen brauchen wir nicht. Das können wir direkt schon mal wieder absemmeln. Du bist Rang 14 geworden, dann denke ich mal, werden wir den Geschossschaden, Fraktionsweit erhöhen um 6%, kriegen natürlich halt diplomatische Beziehungen minus 4 mit den Hochelfen. Das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen ein Rätsel, warum sie den Perk mit dazugenommen haben. Aber nun gut. Fässer voller Rum. Ja. Anchors away. Nicht so ein schöner Stab mit direkt dabei bekommen. Aber halb so wild. So, wie sieht's denn aus? Was können wir denn noch bauen? Ja. Ich würde sagen, wir ziehen erst die Öhrlichtung hoch. Hier hätten wir natürlich dann militärische Entwicklung für 6000. Das ist mir wichtig. Dann haben wir das nämlich schon mal. Und wir brauchen noch 7 Runden für die nächste Hand. Und unser Ziel wird uns ja dementsprechend schon vorgelegt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Seegarde von Lothan an. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir ein oder zwei Schwestern mit, aber ich glaube, wir gehen hier auch auf die Schattenkrieger. Die Schattenwandler, ja, sind cool. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass wir den Armeeunterhalt so niedrig halten, wie es nur geht. Also da werden wir gleich die öffentliche Ordnung auf jeden Fall im Griff haben, will ich hoffen. Korruption geht runter auf null. Wir haben da nicht mehr eine Bevölkerungskorruption, Skaven-Korruption. Das ist interessant. Irgendwas echt auf null runtergezimmert. Dasselbe auch hier, durch die Ereignisse plus 4. Ja gut. Also es läuft. Also es läuft. Ja, ich habe auch heute mal damit angefangen und mal ein paar Stündchen investiert, muss man ja dazu sagen. Ich habe mal die restlichen Videos fertig gemacht. Nice. Schön. Wir haben nämlich jetzt aktuell, das kann ich ja hier auch schon erwähnt, die Skaven-Kampagne fertig. Ich habe die erste Folge heute noch eben aufgenommen und hochgeladen. Ja, Haganet war ja schon fertig von den Dunkelelfen. Die läuft ja jetzt schon bereits. Und ich habe auch heute die Gruftkönige fertig gemacht. Und freue mich doch sehr, dass wir jetzt mit den Skaven, die auch jetzt ab sofort jeden Tag laufen, dann, ich denke ich mal, morgen anfangen kann, das hier aktuell zu bearbeiten. Das finde ich ganz cool. Und dann haben wir fast alles geschafft, Micha. Ich meine, wir sind jetzt gerade an den Hochelfen dran, dann fehlen noch die Echsenmenschen als GG. Oh, der Micha hat sogar Verstärkung von der zweiten Armee mitgebracht. Das ist natürlich auch cool. Ah, Micha, meinst du, wir schaffen das noch bis zum 8.11.? Ja, sicher. Ja, sicher, sagt er. Naja gut, es sind 3 Wochen, ne? Na, die Hochelfen auf jeden Fall. Ja, es kommt natürlich aber auch drauf an, ich bin ja am Donnerstag in Köln, was der Doktor dann sagt, ne? Dass wir vielleicht doch eine Unterbrechung da haben noch ein paar Tage. Müssen wir mal gucken. Ja, so angeschlagen wie der Micha auch ist. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Und wir hoffen, dass du nicht so viele Truppen verlierst dann. Ich meine, die haben ja schon ein bisschen Einheitenerfahrung dabei, ne? Okay, 1 Rang, 2 Rang. Gut, 3 Rang kann man sich überlegen, aber das ist halt
kriegen wir noch schnell wieder rein. Das sind ja auch Standardtruppen. Ah ja, halb so wild. Die Dryaden finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Die würde ich aufheben. Die würde ich ganz weit wegstellen. Die sind nice. Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich auch nochmal Avalon. Dann alleine in so einem angespielt und gucke mir das mal an. Das ist ja schon interessant. Eine starke Infanterie mit magischen Angriffen ist schon cool. Und wiederum dann die starken Schwestern von Avalon. Ich meine, die Alariel, die bringt das ja so oder so von Hause aus mit, dass ihre Schwestern von Avalon da stark sind. Oder stärker sind als sonst wo. Das ist ja schon cool. Cool, die Einheiten auch schimmern, ne? Es ist halt mit dem besonderen Bogen, der Bogen aus Avalon und mit ihren Capes, das ist schon, das sieht nice aus. Ah, gibt's böse Verluste, aber nun gut. Ein paar Truppen kommen schon hoch, noch mehr kommt als Verstärkung hinterher. Dabei würde ich die Speerträger, die du jetzt gerade dazu bekommen hast, einfach jetzt zu deinen Einheiten schicken, jetzt schon aktuell die Leitern bemannt haben. Da werden ja gar nicht mehr so viele dazukommen. Schön in Reihe und Glied, inspiriert. Von einer strahlenden Schönheit. Oh, wie schön das aussieht mit der Zofe. Das ist... Tschu! Oh, schrei mal und heil sie. Also schon wirklich viel Liebe drin, wenn man sich das mal anguckt. Ich meine überhaupt der Total War-Reihe. Das ist schon extrem cool animiert, dafür, dass das ein rundenbasiertes Strategie-Game ist. So viel Liebe im Detail an den Charakteren. Wenn ich da an Total War Rome 1 denke, hätte man mal jemandem einer erzählen sollen, wie gut das dann später mal wird. Und jetzt sieht das schon so genial aus. Ne? Und natürlich im Laufe der Zeit, wir werden zwar leider immer älter, wenn unsere Zeit läuft, aber umso schöner, dass es in Zukunft immer besser wird. Immer schöner. Immer genialer. Das ist ein Augenschmaus. Wer weiß, mich an 50 Jahren, ne? Wenn wir dann selbst mal auf der Krücke laufen. Na gut, der Micha vielleicht noch nicht, ich aber schon. Hallo? Da bin ich auch. Ja gut, okay. Ich ja... Ja, das geht bei dir noch. Also ich habe da schon eher meine Probleme. Ich bin ja ein Jahrzehnt älter als der Micha. Ein Jahrzehnt. Dann können wir diese Schlachten hier virtuell vielleicht sogar fast in Real Life genießen. Dann sind wir selbst auf dem Schlachtfeld mit der Krücke, du. Mit VR-Brille. Mit VR-Brille. VR-Anzug, Micha. Bist du live dabei? Boah, geil. Dann spiel ich Tyrion. Oh yeah. Aber hallo, da ist meine Krücke das Schwert von Kane. Ja, mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Also ich meine, die Sprünge sind ja letztendlich in so einem geringen Zeitraum, wenn man das mal so sagen möchte, doch relativ hoch. Na, immerhin hast du eine wunderschöne, prächtige Stadt wieder. Give it to me. Back. Lese nicht nochmal. Das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Nicht nochmal. Nice, nice. Wenn ich überhaupt so alt werde. Toi, toi, toi. Wo ist Holz? Ne? Wo ist das gute Holz? Ja, genau. Wir wissen ja nicht, wie für wen die Zeit läuft, ne? Isha is with me.
Gut, gut. Da hat er es endlich wieder. Oh, Level 1. Was, das Ding ist Level 1? Ja. Ich starte es Level 1. Oh. Was, ist ausgeraubt? Nein, ich hab's eingenommen. Oh je. Yeah. Okay, das ist halt... Tja. Willkommen in unserer neuen Kampagne. Wir fangen nochmal ganz von klein an. Ja, so ist das halt, ne? Ja gut, die sind schwach gegen Panzerung. Das kann ich auch verstehen, ne? Es ist, gegen gepanzerte Einheiten sieht es dann eher schon ein bisschen mau aus. Aber ansonsten ist es ja schon stark. Vielleicht haben wir ja Glück und wir werden jetzt gleich belagert oder er will zurück in den Kreis der Zerstörung. Wäre mir sogar lieber, da könnte man schlagen. Hier in der Giftlichtung nicht. Zumal erst, wenn wir eine zweite Armee haben. Also, warte mal. Schattenkrieger, Schattenwandler. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier die Schattenkrieger mit. Obwohl die Schattenwandler haben ein bisschen mehr DPS, ne? No mercy. So, so, da räumt er mich ja sogar noch von oben auf. Da wird er sich einmal hier komplett Tyrannok unter Nagel reißen, ne? Aber ist auch relativ okay, dann kann ich am Ende hier unten das restliche Tiere noch konföderieren. Sind ja fleißig für uns dabei, hier unten im Süden aufzuräumen. Mit uns zusammen. Was machen wir eigentlich mit unserem Teclus? Dann lassen wir erstmal wachsen und gedeihen, oder? Hat immer schon mal seine Kriegskrone von Zephry. Das ist natürlich schön. Wollen wir hoffen, dass er noch das Schwert von Teclis nimmt? Und wollen wir hoffen, dass er den Kettenblitz auch dabei hat? Dann Rictus bleibt drinne sitzen. Na gut. Welcome, my southern kin. Sitz. Ja, für 300? Okay. Dann nicht. Ja Mensch, die möchten immer hier nicht Angriffspakt. Du willst jetzt hier einen Handel. Das ist natürlich schön. Also eine hohe Möglichkeit. Kriegen wir 300 Gold für den Handel. Der Handelsvertrag. Der muss ja sein, ne? Clan Mordsippe. Die Mordsippe wurde vernichtet. Das ist sehr gut. Mission abgebrochen. Ach, so schon direkt der erste wieder gefallen, ja. Ritus läuft ab. Das ist auch gut. So, dann komm mal her. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal... Nö, nimm ruhig mal Mut der Zeithalter mit. Würde ich jetzt vorschlagen. Da oben kommt ein Skave uns entgegen. Müssen wir natürlich erstmal kurz testen, ob wir es eigentlich machen können. Einfach mal einen Hinterhalt. Das sollte passen. Und hier. Ja. Das ist halt immer das Schwere, ne? Nehmen wir erstmal Wachstum mit. Erstmal das Wachstum. Und den Rest werden wir schon so hinkriegen. Du kommst auch mal raus nach vorne. Kannst du hier vorne weiter rekrutieren. Ja, die Baukosten. Einfluss öffentliche Ordnung. Die öffentliche Ordnung würde uns schon helfen. Die Baukosten so lala. Wir haben das Geld. 2000 sollte man jetzt da eigentlich nicht meckern. Gibst du uns nochmal die Seegarde? Ja. So, damit wir dich nicht vergessen. Außer auch noch einen Job. Also, let's go. Aber Akan der Schwarze, wie man sieht, da hat hier auf jeden Fall seine Probleme. Ist auch ganz gut so. Nein! Er hat meinen Schädel! Mein Schädel! Nein! Dein Schädel, soll ich es dir lassen, Micha? Quatsch. Bis ich da unten bin. Aber mir ist das egal. Wie gesagt, die spawnen ja eigentlich wie Sand am Meer, ne?
Ich freue mich lieber, dass es so passiert wie auf meiner Single-Kampagne, dass ich 3 Wege und 3 Schädelriffs kriege. Oder 2 oder so. Ja, reicht ja schon. Jeder Schädelriff ist ja eine Bereicherung. Ah, die Skaven, die singen wieder. Also wenn du hier runterkommen willst, ich kann es dir lassen. Ich reiß dann weiter. Wenn du möchtest. Hier rüber, hier ist noch alles dunkel bei mir. Also soll ich jetzt gleich durchreisen, oder? Oder willst du runter hier zu den Zauberinseln? Weil dann drehe ich wieder ab. Ja, ich will mir das Schädel rüberholen. Okay. Ja, Dunkelelfen, ja. Fast. Ich will mal hoffen, dass wir jetzt hier langsam aber sicher mal einen Hinterhalt kriegen. Das ist ja... Du musst doch mal... Dumm sein, die Ratte. Kleinen Rictus. Würde der erstmal mit seinen 4 Einheiten versuchen, ihn zu plündern. Das weiß ich ja jetzt schon. Könnten wir auch erstmal auch die Füße stillhalten. Wir kriegen ja auch die Rebellion. Ja. Holen wir uns die Rebellion. Passt schon. Das passt schon. Achso, genau, das wollte ich eigentlich mal austesten, ne? Ob das auch für die Seegarde gilt, aber ich glaube nicht Bogenschützen und Speerträger. Das ist, eigentlich haben sie es gut übersetzt. Wir haben am Ende 12% Geschossschaden. Eine Menge. Oh, da hat eine Garni drin, wie süß. Ja, willkommen, willkommen. Tja, die Schwertmeister. Muss ich gleich mal gucken, wie teuer die im Unterhalt sind. Vielleicht nehmen wir da ein paar mit. Ja, zu viele sollte man auch nicht mitnehmen. Das sind Offensiveinheiten. Immer eine 20er-Armee. Genau. Ein Clan Rictus hat was? Er plündert uns, wie ich es mir dachte. Militärischen Zugang. Wofür? Nö, danke. Ich halt nicht sehe. Ach doch, er ist im Kreis der Zerstörung. Das ist doch... Ach, Mensch. Trifft sich doch ganz gut. Das wird ein mächtiges Gefecht. Ja, wir werden geplündert. Würde drankommen, aber er wird abhauen. Das heißt, das bringt uns schon mal gar nichts. Es sei denn, du kriegst einen Hinterhalt an. Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Wir werden uns hier hinstellen, hier einen Hinterhalt legen. Einfach natürlich zwischen den beiden Siedlungen. Na, das ist ganz wichtig, wenn ihr selbst mal einen Hinterhalt legen möchtet, weil der wird den geraden Weg zu der anderen Siedlung natürlich nehmen. Wenn er nicht rauskommen sollte, werden wir ihm halt einen Besuch abstatten. Das ist ja offensichtlich. Soweit, so gut. Gebaut haben wir. Sieht wunderbar aus. So, dann lass uns doch mal gucken. Also, die kosten 324. Ist natürlich hammerhart, ne? Also, 324 Unterhalt ist tödlich. Absolut tödlich. Da tut so enorm weh. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Alter, da konnte schon wieder nichts nehmen. Das ist bitter. Dann... Jetzt müssen wir halt mal gucken, ne? Ich meine, haben wir 9 Truppen. Ich meine, 2x Speerschleuder ist nicht verkehrt. Nehmen wir 2x einen Streitwagen mit, oder? Er ist halt nicht gepanzert, das gefällt mir noch nicht so. Wir kriegen nämlich einen stärkeren, ja, ja. Dann nimm meinetwegen schon mal 2x Schattenwandler mit. Oder Schaden ist auf 38, die Schattenkrieger nur 31. Also da können wir schon ein bisschen mehr erwarten. Ne? Die Bogenschützen kommen auf 33. Dann nehmen wir die Schattenwandler. Dafür haben wir ja auch den Perk. Oh, da brauchen wir unbedingt langsam aber sicher mal ein bisschen mehr Einkommen. Gut, der Micha hat gesagt, er will sich hier den Schatz holen.
Schon habe ich mir eben die Überreste. Dann geht's nach links. Jetzt nehme ich zurück einmal zur Hexo. Angriffsbonus ist natürlich nett, 7%. Kann man mal der Kaff geben. Und das war's. Mehr müssen wir gar nicht machen. Wir werden jetzt gleich auch direkt wieder ins Minus gehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber... ja. Wenn wir hier die ein oder andere Stadt noch kriegen oder Siedlung, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, spielt eigentlich keine große Rolle. Dann sollte das Einkommen doch relativ schnell auch wieder steigen. Was hast du jetzt? Guck mal bitte auf die öffentliche Ordnung von Angeriel. Plus 30. Okay, Militärpräsenz, Charaktere plus 10. Oh, wow. Und dann Arangel. Wahrscheinlich hast du noch den Buff da drin jetzt erhalten, ne? Den ich jetzt noch nicht sehe. Das ist halt. 30 öffentliche Ordnung. Obwohl an deiner Stelle, ich weiß ja nicht, wie viel minus öffentliche Ordnung du machst, würde ich mir sogar dort die Rebellion leisten. Oder bleibst da drinnen? 3 Runden, zack, alles wieder gut. Across the waves. Aufpassen, dass unser. Da haben wir ja noch Krieg. Ja, du willst jetzt als Ambus holen, kannst du dir gerne holen. Kann ich mich erstmal um. Kannst du mit ihm nicht Frieden schließen? Nö, der will bestimmt keinen Frieden. Sag ich doch. Okay. Naja, gut. So, man macht die Ratte. Die Ratte kommt. Oder sie kommt nicht. Siedlung wird belagert. Ich fasse es nicht. Alles klar. Das ist natürlich praktisch. Greetings. Können wir ihn nämlich jetzt überraschen. So, hi, grüßt euch. Ja, handeln wollt ihr schon lange, aber ihr hattet nie Lust, ne? Torelasor. Mann. Hat ja jetzt lang genug gedauert mit den Jungs. Kannst ja konföderieren. Ja, habe ich sogar ehrlich gesagt vor, weil es lohnt sich eigentlich. So, dann wollen wir doch mal. Stellung, Verfolgung. Bin ich mal gespannt, ob wir den Tretschen einen Hinterhalt kriegen. Oh, bitte sag, du musst kämpfen. Muss mal wohin. Ja, muss ich. Aber er haut ab. Nein. Nein, warum denn? Verdammter Hacke. Komm ich noch dran? Nee, komm ich nicht. Oh, ist das bitter. Ich komme nicht dran und ich darf auch nicht in den Hinterhalt gehen. Ist das fies. Ja, egal, dann einfach hinterher. Vielleicht haben wir Glück und er nutzt den Tunnelfahrt. Naja, machst du halt nichts, ne? Gut, dann würde ich sagen, direkt noch 2 Schattenwandler hinterher. Bauen müssen wir aktuell nichts. Aber mit dir müssen wir weiter segeln. Hat mir gesagt, immer auf die andere Seite. Der Micha kommt ja runter. Nee, Micha, wenn wir Glück haben, jetzt gleich erst. Entschuldige. Kann ich ja nichts machen. Alles gut. Wir kriegen ja jetzt gleich noch über die Forschung die 5% weniger Unterhalt für die Seegarde. Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben ja jetzt eigentlich schon quasi gesehen, ich würde sagen, mit beiden Armeen. Ne, 20 Stück. Das ist nicht wenig. Jetzt hat er mich ja wahrscheinlich hier. Ja, plus 27, okay. Warum lasst er denn? Alter. Plus 550 rüstungsdurchdringender Schaden. Achso, bist du jetzt schon Stufe 2, ja? Ah, die Waffe. Ja, die Waffe, die will jetzt erwachen, ne? Gedeihend. Und dann ist er, dann meine ich, am Ende erwacht. Ein schlimmes Schwert. Es ist nicht umsonst verflucht. Das ist ein sehr mächtiges Schwert, aber... Vengeance. No escape plan.